Boah, mir fällt gerade was richtig Krankes ein. Ich glaube, mit Mistcraft könnte man eine Welt so perfekt definieren, dass man in so einem Schachbrettmuster alle Biome zusammenkriegt, in denen die Bienen arbeiten. Das heißt, da kann man dann in auf einer Karte alle Bienen betreuen, ohne dass die da Biomprobleme haben. Sicher man ist, wenn man nicht Neuseeher hat, wa? Schnelles Wetter, Tendrils. Oh, super, gibt's maximal noch. Oh, 7. Nervig. Wahrscheinlich haben wir eh schon alle. Okay, eine war neu. Ja, vielleicht haben wir Glück und wir kriegen ja eine Reihe sogar noch voll. Das ist natürlich schon irgendwie cool. Gut. Was bist du jetzt? Noch eine Wüste. Coole Sache. Nur wo ist bei dir jetzt der Tempel? Oder wie man das auch immer jetzt nennt. Ich nenne es aber Tempel, weil es für mich halt einer ist. All diese fetten Wüstenbiome haben halt schon hat Cooles an sich. Es gibt zwar hier im Gegensatz zum normalen World Generator kein Öl. Dafür aber etwas, was noch wesentlich geiler ist, und zwar Salpeter. Wo ist jetzt der Tempel? Aber so sind wir, glaube ich, etwas schneller unterwegs. Jetzt ist es ja auch wieder kein Tempel. Das nervt. Das nervt wirklich. Ach, Kinas. Dachte jetzt, das wäre gewesen, und das war nicht. Der Wüste, unendliche Breite und. Jetzt haben wir hier sehr viel Kaktus. Da gibt es sogar vordefinierte Strukturen, davon ist ein Brunnen. Nur wo ist der Tempel? Ganz ehrlich. Wo ist dieses Kobbelding? So, da fahren sogar Zuckerrohr. Hat sogar einen See mit Kohle. Das sind sogar die lustigen Place Powder Blumen.
Es gibt Wasser. Ist auch ein bisschen untypisch hier. Boah, mir fällt gerade was richtig Krankes ein. Ich glaube, mit Mistcraft könnte man eine Welt so perfekt definieren, dass man in so einem Schachbrettmuster alle Biome zusammenkriegt, in denen die Bienen arbeiten. Das heißt, da kann man dann in, auf einer Karte alle Bienen betreuen, ohne dass die da Biomprobleme haben. Ja. Was ist das jetzt für ein Biom? Auch Wüste mit viel Wasser. Da hinten ist er. Oh, Wahnsinn, ich habe ihn gefunden. Ja, Wahnsinn. Ah, Gradient Sky. Oh, das war viel. Hatten wir Westen überhaupt schon mal? Vielleicht hat er nicht Eis auf. Der 90 ist eine Wüste. Ich sag noch die halbwegs was wert Bücher heben wir hier in den Bücherregalen auf. Nein, wir haben einfach viel zu viele Bücher mittlerweile schon. Das ist jetzt machen wir die 93er. So. Können wir nicht irgendwie Video-Settings? Ah. Standard-Terra, Twilight-Sumpf, kleine Biomlis, Dschungelhügel.
Benutzen wir es, wenn es eher am Boden liegt. Okay.